Hallo und willkommen zurück zu Die Sims 4. Ella geht baden, okay. Haben die nicht alle geschlafen gerade? Egal. Okay, wir haben Freitag, das heißt, die Kiddies müssen jetzt noch mal zur Schule. Und dann haben wir endlich Wochenende. Oh, wie ich mich freue. Können wir mal die ganzen Bedürfnisse hochschrauben, vor allen Dingen Spaß. Oh je. Oh, obwohl, Emma sieht gut aus. Story, ja, geht auch noch. Und hier, du bist auch noch Zweierschülerin, oder? Ich vergesse immer, wo man das sieht. Sieht man das überhaupt irgendwo? Oh, gut gelaunt zur Schule gehen. Mist. Das sieht nicht so gut aus. Das geht. Oh, Baby ist gut. Zack könnte es bald schaffen. Und das auch alles auch okay. Oh, Ella ist. Eieiei. Ella sieht es nicht so gut aus. Scheiße. Das finde ich nicht schön. Da sollten wir was gegen tun. Aber Hausaufgaben sind ja gemacht. Ja. Aber schlafen solltest du auf jeden Fall noch. Jetzt ist sie auf jeden Fall erstmal wieder sauber. Das ist auch was Gutes. Komm, ich spule mal ein bisschen vor. Die Gärtnerin kommt ja nicht mehr. Hier ist jemand wach. Dory. Komm mal, du kannst mal eine Dusche nehmen. Was wollte ich sagen? Was wollte ich denn sagen? Die Gärtnerin müssen wir nicht mehr bezahlen. Ach so, ja. Plan ist auf jeden Fall, hier mal ein bisschen Farbe reinzubringen. Und die Fenster stehen natürlich auch noch auf meiner Liste, aber ich dachte, ich erwähne die jetzt nicht nochmal. Jetzt habe ich es doch getan. Na gut. Wir könnten ja eigentlich auch mal einen Ausflug machen. Das wäre auch eine Idee. Ah, ja. Wir können am Wochenende einen Ausflug machen. Ich glaube, das mache ich mal. So, hier ist alles gut. Die schlafen alle noch. Oh, Schneewittchens. Schneewittchen sieht gut aus. Alles grün, alles perfekt. Da können wir uns hier gleich auf den Garten stürzen. Oh, ich vermisse den Gärtner jetzt schon. Ach, wir ernten mal alles. Also dieses Bewässern und so, das ist schon echt scheiße. So, Leute, aufstehen, aufstehen. Hopsi, hopsi, kommt alle viel zu spät zur Schule. So, genug geschlafen. Genug geschlafen. Ja, ich weiß, ihr stinkt, ihr fühlt euch scheiße, ihr seid mies gelaunt, aber ich kann jetzt auch nichts ändern. Ich gehe mal zur gut gelaunten. Aber wir können ja auch ganz viel weiterentwickeln, wie ich sehe. Stinkt das da unten? Oder was ist das? Ach, das ist die Sonne. Ich dachte gerade, das sind hier irgendwie so Stinkewolken. Aber es ist die Sonne. Na gut. Dann bewässern wir mal alles. Ich hoffe, sie bewässert wirklich auch alles. Haben wir denn eigentlich schon Früchte an unserem Bäumchen hier? Kommt hier überhaupt irgendwas? Bis jetzt ist hier noch nichts. Oh, die Anlage müssen wir reparieren. Dazu wollte ich mal gucken. Was haben wir denn? Geschicklichkeit. Level 3.
Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mache. Was ist denn eigentlich, hatte ich das in meine Regeln geschrieben, wenn die Matriarchin stirbt, bevor sie in eines, also bevor sie na, im natürlichen Sinne stirbt? Also wenn sie jetzt irgendwie durch einen Stromschlag oder durch Feuer oder so stirbt, dann müsste doch eigentlich einer von den beiden die nächste Matriarchin sein, oder? Ich glaube, da muss ich nochmal nachgucken. Weil es kann ja immer mal passieren, dass hier jemand wegstirbt. Und irgendjemand hatte mir gesagt, aus einer, das hatte ich mir aufgeschrieben. Moment. Ich glaube, das stand in den Kommentaren. Kann mich, ich weiß, glaube ich, schon wieder Besuch des Direks. Der Direktor stattet der Klasse von Charlotte heute einen Besuch ab. Alle sollen sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider hat das Kind hinter, ja, das hatten wir doch schon mal irgendwie. Was war das? Bitten aufzuhören. Hör auf und ich sag's. Boah, hier ist aber viel los. Das hatten wir auch schon mal. Da hatte ich gesagt, weiterlaufen. Rechtschreibhilfe. Die Schule veranstaltet einen Rechtschreibwettbewerb und Zack hat es in die letzte Runde geschafft. Doch dieses Mal hat er das Wort, das er buchstabieren soll, noch nie gehört. Zack zieht sich im sieht sich im Klassenzimmer um und erblickt, wie die Streberin der Klasse einen Zettel mit einem Wort hochhält. Soll er die Hilfe annehmen oder einfach raten? Ist das dann Betrügen, wenn wir das annehmen? Ich meine, sie bietet ja ihre Hilfe an. Wir geben unser Bestes. Leistungsverbesserung. Zack weiß, dass er das auch alleine schafft. Er schließt die Augen, blendet den Zettel aus und errät langsam jeden Buchstaben. Die Streberin fällt lachend vom Stuhl. Naja, es ist ihm, ihm was? Es ist immerhin besser, ehrlich zu verlieren, oder? Aber ist jetzt nichts passiert. Also keine Leistungsverschlechterung. Naja, gut. Hallo. Das wäre Betrügen gewesen, wenn wir das gemacht hätten. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach so, ich wollte gucken. Kreuzung zwischen Löwenmäulchen und Erdbeeren, glaube ich. Was ist das? Oh, hier ist aber viel los heute. Freundschaftsdienst. Der Freund von Ella hat nicht für die wichtige, das hatten wir schon mal. Das war nicht helfen. Ja, okay. Gucke mal kurz. Löwenmäulchen und Erdbeeren. Das ist doch bestimmt egal, was für. Also was für Löwenmäulchen, oder? Bestimmt. Und zwar. Ach so. Und ich wollte unbedingt testen, was das Düngen bringt. Aber du kannst. Ja, geh erstmal essen. Düngen. Aha. Okay. Wir können also unsere Pflanzen mit Pflanzen düngen. Ja, wieso auch nicht, ne? Ich dünge sie einfach mal mit Erdbeeren. Aber warum ist das hier so krass irgendwie? Ich dünge sie dann mal mit Erdbeeren. Ich denke, aber wir brauchen irgendwie eine Testgruppe. Ich glaube, ich nehme die hier mal als Testgruppe. Das wird unsere Düngengruppe. Du isst jetzt erstmal. Und kannst dann auf Klo gehen. Und dann kümmern wir uns hier weiter um den Garten. Dann düngen wir das. Ja, wir machen erstmal alles. Wir jäten erstmal.
Und dann, das waren Löwenmäulchen. Das ist ein Löwenmäulchen? Das ist auch ein Löwenmäulchen. Dann nehmen wir hier einen Ableger. Nee, warte mal, ich habe doch noch einen Ableger von irgendwas. Ach, vom Apfel. Und dann nehmen wir hier auch einen Ableger. Jetzt jäte ich erstmal. Aber wir haben 77 Erdbeeren. Damit lässt sich doch ordentlich düngen. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß nicht mehr. Ich habe es vergessen. Aber kann es auch sein, dass hier irgendwie immer Pflanzen verschwinden? So. Okay, das haben wir. Dann düngen wir das hier mal mit Erdbeeren. Hübsch. Haben wir noch andere Erdbeeren? Sehr hübsch. Hübsch. Normal. Mach das mal mit den Hübschen. Also das wurde aus unseren Erdbeeren. Hat die jetzt nur den gedüngt? Düngen. Verstehe ich irgendwie nicht. Nimmt sie jetzt alle 17 Früchte? Ist egal, ich nehme jetzt hier einfach. Die kann man nicht düngen. Kann man auch nicht düngen. Okay, man kann nicht alle düngen. Merkwürdig. Merkwürdig. Ach, ich bin ja auch blöd. Ich hätte gar keinen Ableger vom Löwenmäulchen nehmen müssen. Oder? Okay, lasst mich mal nachdenken. Ich müsste. Ich mache hier mal eine Erdbeerpflanze. Veredeln mit düdüm, Erdbeer, Apfel, Löwenmäulchen. Könnte ja auch gleich zwei solcher Dinger machen. Dann nehmen wir hier noch und hier noch. Siehe im Notizbuch nach, welche neuen Pflanzen Schneewittchen züchten kann. Was ist denn unser Notizbuch? Notizbuch. Haushaltssammlung. Das ist nicht das Notizbuch, oder? Nee. Haben wir denn ein Notizbuch? Warte mal, ich gebe Ihnen mal noch eine Aufgabe. Ach, keine Ahnung. Notizbuch. Drachenfrucht. Genau, das kommt also aus Löwenmäulchen in Erdbeere. Danke, danke für den Tipp. Ich bin sehr gespannt. Achso, ich wollte noch eine machen. Veredeln. Nein. Ja. Das finde ich gut. Und jetzt können wir hier noch weiterentwickeln. Ich finde, man sieht das immer übelst schlecht, welche man weiterentwickeln kann. So. Dich können wir. Dich.
dich. Oh, die glitzern alle. Oh, Rosenstrauch ist gut, wenn man den weiterentwickeln kann, weil der bringt bis jetzt noch am meisten Geld. Der nicht. Okay. Kongeloi. Arnarbzurza. Okay. Was haben wir hier noch? Dich können wir noch. Oh, können wir viele weiterentwickeln. Das finde ich gut. Dann kümmern wir uns dann noch um die Bäumchen und dann haben wir Gartenarbeit abgehakt für heute. Spaß macht dir das nur kein, das ist ein bisschen blöd. So. Du bist noch. Mal gucken, ob es dann immer noch blinkert, wenn sie hier fertig ist. Ich kann mal ein bisschen vorspulen. Level 6 haben wir schon. Geil. So, irgendwo glitzert es doch hier noch. Du glitzerst. Hä? Habe ich es nicht hier? Du glitzerst noch. Du, glaube ich, auch. Oh, die können wir auch weiterentwickeln. Können ja mal so einen Birnbaum auch düngen. Nee, kann ich gar nicht düngen. Mehr Auswahl. Doch. Düngen. Mit einer Rose. Da glitzert es immer noch. So. Die können wir auch weiterentwickeln. Ach, das finde ich gut. Jetzt geht's erstmal gießen. Die Kiddies sind zu Hause. Na gut. Du kannst schlafen, das ist okay. Du könntest ja ein Bad nehmen, wenn Zack dich nicht die ganze Zeit stalken würde. Oh, Zack ist nämlich auch dreckig. Ah ja, okay, die gehen jetzt alle duschen. Dann müsst ihr euch noch etwas gedulden. Wie sieht's denn mit euch aus? Ihr habt Hunger. Du bist dreckig. Ich glaube, die können sich jetzt ganz gut selbst beschäftigen. Ein Baum, der Birnen trägt. Ein Birnbaum. Sie lacht sich erstmal tot. Okay, was haben wir hier vorne noch? Sehr hübsch. Ach so, oh. So. Und dann essen wir was und kümmern uns mal um die Anlage. Ach, und dann kann ich hier auch noch Zeug verkaufen. So. Okay. Oh. Oh, das bringt echt gut Geld, muss ich sagen. Nicht schlecht, Herr Specht. Geil. Oder gucke ich gleich mal, wie teuer Fenster sind. Bessern. Sieht's aus? Was ist das? Ach ja, läuft alles nicht so gut. Läuft alles nicht so gut. Und aus der Drachenfrucht können wir dann... irgendwas konnte man... Kuhbeerenpflanze konnte man, glaube ich, aus der Drachenfrucht und Löwenmäulchen. Also wenn man die Drachenfrucht mit dem Löwenmäulchen nochmal kreuzt, bekommt man eine Kuhbeerenpflanze.
Das ist so cool. Ich lerne auch immer wieder neue Sachen dazu. Das finde ich voll cool. Wo ist Miss Schneewittchen? Okay, sie ist da. Ich verkaufe mal diesen kleinen Tisch. Und ich weiß nämlich auch schon, welche Fenster. Ich habe heimlich mal rumprobiert. Ich möchte hier hin. Und zwar, waren das die? Die sind neu. Ach so. Nee, die waren das nicht. Ich glaube die. Aber die sehen auch ziemlich cool aus. Aber die sind billiger. Nee. Waren die das? Waren die das? Waren die das? Ich glaube, die waren das. Ich glaube, die waren das. Ja. Mal eher so schwarz. Jo. Fenster! Yay! Ich weiß noch nicht. Ich glaube, hier mache ich andere Fenster rein. Und was ich auf jeden Fall jetzt noch kaufe. Da fehlt noch. Okay. Ist. Eine Tür nach draußen. Jetzt habe ich schon fast keine Kohle mehr. Und ich glaube, wir machen noch das Wohnzimmer farbig. Was nehmen wir denn da? Eher so Tapete oder eher so nicht Tapete? Es muss auch irgendwie passen. Ich glaube, ich mache erstmal die Küche. Haben wir hier eigentlich noch andere coole? Das sieht ja auch. Oh ja. Oh ja. Können wir dich hier noch irgendwie? Ne. Ach, schwarz wäre geil. Wir machen das mal so. Und dann gucke ich mal. Das ist schön. So. So, noch eins vielleicht. Ich würde hier generell so eine Abtrennung kaufen. Kaufen. Hier so eine halbe Wand oder sowas. Da könnte man hier nämlich. Ach nee, hier wollte ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich das machen wollte. Könnte man theoretisch auch hier ein Essbereichchen machen und dann hier den Wohnbereich. Na, schauen wir mal. Erstmal Wandfarbe, Tapete. Ja, sowas. Ach, das passt irgendwie nicht. Sowas würde auch nicht passen. Dann was Einfarbiges. Was Einfarbiges. Sowas hier vielleicht. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Oder eher was Helleres? Nee. Ich finde das gut. Zip. Wie mache ich das denn nochmal? Das, ich will ja nicht alles. Jupp. Ach, Boden brauchen wir auch. So. Perfekto. Perfekto, perfekto. Boden.
Boden, Boden. Vielleicht irgendwas schön Helles. Weiß vielleicht? Weiß könnte passen. Wie sieht's mit Braun? Oh, nee. Das würde auch passen, aber ich entscheide mich für... Wow, das ist aber teuer. Oh mein Gott. Das oder das? Ich glaube, ich finde die großen schöner. Ja, schon haben wir kein Geld mehr, aber wir haben jetzt Fenster 2 und Boden und Tapete. Das finde ich gut. Es wird langsam, es wird langsam. Oh Gott, das sieht schon fast aus wie ein Haus. Also so in drin auch. Egal. Ich mache hier mal einen kurzen Cut. Und wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye.